Ausnahmsweise bauen wir uns hier einen Tisch hin. Ausnahmsweise habe ich natürlich auch mein Eisen nicht dabei. Ja, müssen wir mit der Holzschaufel weitermachen, Leute. Bringt ja alles nichts. Wir wollen vorankommen. Oh, dauert so lang. Nimm wieder die Eisenschaufel, Mann. Oh. Böse. Was ist denn mit der Eisenschaufel? Hey, warum machst du nicht mit der Eisenschaufel? Geht doch viel schneller. Oder Diamant? Die diamantene Schaufel. Das hier ist auch noch ein bisschen anders. Das klaut mir zu sehr die Sicht auf den See. Diese Ecke. Darf nicht so weit rausstehen. Ihr! Verdammt! Dann lass. Ja, ihr wundert euch bestimmt, wie viel ich hier noch weggraben will, aber glaubt mir, das hat alles so seine Richtigkeit. Und nur so sieht es dann auch wirklich gut aus. Nein! Meine Wasserquelle. Juhu. Sie ist gerettet. Gerettet, einfach so. Vor dem totalen Absturz. Wir brauchen wieder eine neue Schaufel. Eine neue Schaufel. So, jetzt. Vielleicht erstmal, um für euch etwas Licht ins. Nee, noch nicht. Nee, doch nicht. Nichts mit Licht ins Dunkel. Ich hab's mal anders überlegt. Bei uns Minecraften, da geht das so. Das war auch wieder ganz schlau, viel zu vorschnell. Wasser! Ich brauche dich. Mein treuer Begleiter, du. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich den dann nicht zu groß mache, sonst wird es wirklich nervig. Aber ich bin halt auch irgendwie stolz darauf, dass ich gelernt habe, das Wasser zu kontrollieren. Es für mich arbeiten zu lassen. Kohle weg. Holz nicht. Holz brauchen wir noch. Zack und zack. Dafür noch einmal Holz. Holz. Ich sag Holz.
Jetzt bin ich aber gespannt, wie ich das jetzt hinbekomme. Das ist ja auch nicht schön hier. Da muss natürlich überall der gleiche Boden sein. Wobei ja eigentlich so ein Kiesboden geil aussehen würde. Wenn das jetzt hier so ein Bergsee ist, da ein Kiesboden ist ja durchaus sinnvoller als ein Sandboden. Also würde ich jetzt mal behaupten. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Also, wenn euch Kies besser gefällt, könnte ich ja auch noch einen Kiesboden draus machen. Aber vermutlich seid ihr froh, wenn ich hier lieber gar keinen Boden mehr reinmache. Und hier endlich fertig werde. Kann ich nachvollziehen, aber wie ich schon gesagt habe, wer schön sein will, muss leiden. Das gilt auch für die Map. Und natürlich für unsere Zeit. Ist leider, leider so. Aber nehmen wir es so hin. Glaubt mir, vielleicht gefällt euch das Ergebnis. Da basteln wir uns was ganz, ganz Schönes draus. Hier wollte ich ja noch was wegnehmen. Und es ist schon wieder Nacht. Ist das geil. Ich wollte, dass die Monster irgendwie... Mir kommt so vor, als wenn die einen nicht mehr so schnell bemerken. Und nicht mehr so schnell angreifen. Kann auch ein Irrtum sein, aber es wirkt ein wenig so. So. Okay, die Stunde der Wahrheit rückt näher. Und ich glaube, ich baue hier jetzt einfach weiter. Ist mir gerade irgendwie so ein bisschen egal. Okay. Spitzhacke ist auch weg. Du und du. Und so. Und so. Und so. Oh! Oh, Leute, mein Herz! Aha! Ich würde gerne das Schwert auswählen. Okay, mir reicht's, ich gehe ins Bett. Oh, mein Herz, ey. Das war gerade mies. Ich habe mich saumäßig erschrocken. Jetzt hätte ich gerne meine dumme Fresse gesehen. Ja, hätten sich wahrscheinlich einige ein wenig gekugelt. Inklusive mir. Mann. Ich hab doch keine Zeit. Ich könnte jetzt halt sterben. Nein. Aha. Ah, die Tür ist noch offen. So, gute Nacht. Aber warum haben die da draußen noch so ein Radau gemacht? Schlagen die Tür ein? Die muss sowieso mal wieder neu eingesetzt werden. Also, da unten war schon mal ein Creeper. Wo ist er hin? Da war irgendwo ein Creeper, da bin ich mir ziemlich sicher.
2. Doof, wenn man da unten baut. Ganz doof. Könnte bescheiden werden. So, Mampfen. Und verschont mich. Sobald ich wieder laufen kann, hole ich mir die Creeper. Seien die verpieseln sich von alleine. Und wieder eine Schaufel weg. Mensch, das geht ja auch schnell. Ach. Mistdreck hier. Nur eine. Aufpassen, nicht, dass ich hier 10.000 Schaufeln mache. Wäre mir jetzt nämlich fast passiert. So, da muss noch Sand hin. Und dann haben wir es aber endgültig. Also, endgültig nicht. Nur in diese Ecke. Aber wir sind bald fertig mit diesem ganzen Seegedöns. Das kann ich euch schon mal sagen, verraten. Ach ja, das habe ich jetzt auch wieder gut gemacht. Überhaupt nicht dran gedacht, dass ich ja noch Wasser brauche. Und ihr müsst mir echt sagen, wie ich dieses blöde Verschwimmen ausstellen kann. Das wäre wirklich hilfreich. Soll ich das dann noch wegkriegen? Oh, ja gut, ging schnell. Ich hab gedacht, wäre komplizierter durch die Strömung. So. 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 Und so. Das dürfte es gewesen sein. Ja. Ein schön natürlicher Bergsee. Leider muss dafür diese Wasserstelle weichen. Aber es geht nicht anders. Dann machen wir mal kurz so. Hihihi. Schön, schön, schön. Gut. Auch gut, auch gut, auch gut. Oh, super, brauchen wir gar nicht mehr nachhelfen. Na gut, hier jetzt wahrscheinlich schon, ja. Ja. Wer hätte es gedacht? Oh. Wer hätte es nicht gedacht?
alles einfach noch ein bisschen ausheben. Ach, ist das schön. Das ist so schön, das ist so schön. Und ich sag's immer noch. Und ich frage mich gerade, ob ich jetzt überhaupt geredet habe. Das ist einfach alles schön und traurig zugleich. Schön und traurig zugleich. Da, 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 da.